Ja, herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Rivals. Ich bin der Eiste, zweite Folge, zweites Let's Play überhaupt. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Oder auch nicht. Was für ein Fail, Mann. Ach, das hasse ich. Da hat wieder irgend so ein Vogel. Bei Need for Speed Rivals ist es so, hier sind, keine Ahnung, 5-6 Spieler auf der Karte. Irgendwer von denen ist der Host. Ich hoffe, dass ich das jetzt bin, weil sonst haut es mich ständig raus, wenn die wechseln. Auf jeden Fall, wenn halt einer von den Vögeln das Spiel verlässt, werden alle anderen rausgehauen und es gibt so eine Host-Migration, wie jetzt gerade. Ich bin übrigens das Warlock-Pet, der fette No-Pay-No-Gain-Pinguin. Das ist hier mein Need for Speed-Account einfach. So, jetzt aber. Komm. Jawohl. Los geht's. Also, ich glaube, diese Goldmedaille zu holen sollte nicht allzu schwer sein. Allein schon, weil es das erste Rennen ist. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich selbst schlagen kann. Weil ich habe ja die Bestzeit. Und ich habe diese Runde nicht geübt vorher. So, bevor wir kommen in die Werkstatt, können wir gleich ein schönes Nitro auffüllen. Wir sind immer noch schön erwischen, perfekt. Ich bin mega gespannt, für was ihr euch entscheidet, weil das Need for Speed, das Need for Speed hier, das wird ja relativ zügig durchgezockt sein und was ich als nächstes anzocken soll. Wenn übrigens zwei oder drei verschiedene Spiele alle extrem hoch nachgefragt sind, dann kann es auch gut sein, dass ich halt zwei Spiele gleichzeitig starte mit einem Let's Play und dann halt abwechslungsweise hier eine Folge oder eine Folge. Ich denke, das wäre auch nicht ganz so schlecht, weil dann ist immer eine kleine Zeit zwischen den Videos und dann kann ich neue Folgen machen und sprachlich halt das einbinden, wo vorher diskutiert wurden, ein paar Kommentare aufgreifen, den einen oder anderen von euch erwähnen. So, Vollgas ist sie, los. Und keine neue Bestzeit, aber nah dran. Aber wie auch immer. Ach, die Werkstatt ist da vorne, da brauche ich keine GPS. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Jawohl. Rein da in die gute Stube. Sogar die Werkstatt muss laden. So. Speedlist abgeschlossen. Alles neu, perfekt. Das ist auch eine monstergeile Kiste. Ja, vor ein paar Tagen auf der Straße gesehen. Die macht einen richtig fetten Sound mit dem V8. Nur der Sieg zählt. Also was gibt's da? Entweder ein Rennen oder Verfolgung entkommen oder ich muss die Grenze Höchstgeschwindigkeit und Bronze bei einem Event. Nur der Sieg zählt. Ich glaube, ich mache auch wieder das Rennen, oder? Das ist am einfachsten, weil hier beim Fahren, da muss ich sowieso, also 241 erreiche ich eh und Bronze ist easy machbar. Auf diese Verfolgungen habe ich nicht so Bock und Rennen klingt toll, weil da ist ja das Ziel natürlich Gold und nicht Bronze, oder? Also, ab geht's. Machen wir noch was am Auto? Was gibt's denn schon? EMP-Störsender, Schock.
Oh, es gibt schon Turbo. Den Turbo nehmen wir, ne? Raushauen die Speedpoints. Was machen wir da rein? EMP, Störsender, Schockwelle. Ich glaube Schock. Also die Mine ist geil, das ist was ähnliches wie die Nägel, wo man hinten rauswerfen kann und die verbläst es dann. EMP zum Abschießen nach vorne, aber vor mir ist ja keiner, hoffe ich mal. Oder die Schockwelle, da kann ich ein bisschen... Ja komm, ich nehme die Schockwelle. Ich glaube, das macht am meisten Spaß, die wegzurammen. Leistung, was gibt's da? Denk mal, als erstes hauen wir Beschleunigung rein. Das ist zu teuer. Kontrolle nehmen wir auch noch eins. Und im Wagen, wollen wir das machen? Ich glaube, irgendeine andere Farbe, oder? Oder was? Blau. Passt Blau zu Porsche überhaupt? Egal, ich nehme das jetzt mal. So, Garage verwachsen. Rennen suchen. Hier sind zwei Cops am Rumkreisen. Spieler sogar. Ich glaube, ich starte extra hier und hoffe, ich komme an denen vorbei. Wird es ein bisschen interessant? Vielleicht, wer weiß. Wobei die meistens relativ einfach abzuhängen sind. Wobei, ich merke gerade, ich habe voll die Schrottkiste noch. Das ist das allererste Auto. Ne? Wenn die Cops gute Wagen haben, dann könnte es interessant werden. Ja. Los geht's. 2,43 letzte Zeit. 2,30 die beste. Ist machbar, oder? Am Anfang sind die immer so relativ schnell. Ja, fast zu stark. Und danach werden die so ja, fast zu unsicher. Oder? Das war jetzt gerade die Schockwelle. Das war jetzt richtig mies, ne? Ich wollte hier in die Werkstatt, um das Nitro aufzufüllen und der rammt mir voll in diese Dings rein. Mal schauen, ob wir uns an dem rechnen können. Welche war das eine? Hat das eine gesehen? Wenn die so schön zusammenbleiben, dann fällt sie mir gleich beide in den Haufen. Und noch mal Vollgas hier. Ich kann keine Handbremse ziehen, wenn der Turbo aktiv ist. Wo fahren wir denn hier? Irgendwie startet aber noch nicht so. Tschüss. Oh, fuck. Okay. Das Problem ist, wenn man den Turbo zündet, dann kann man fast nicht mehr steuern. Die Handbremse funktioniert nicht. Und irgendwie, wenn man Bremse, Handbremse, alles zusammendrückt, dann bremst es zwar schon, aber dann kommt das raus, was eben gerade rausgekommen ist. Aber ich sollte das versuchen zu vermeiden. Hat's. Ja, kann passieren. Schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, gut. Ist auch ein Witz, ne? Jetzt hat ein scheiß Porsche, fährt von hier schön an den Lambos vorbei. Das ist ja fast wie in echt. Ja, jetzt ist irgendwo ein Spieler da, hier. Oh, der hat aber auch eine gute Kiste, jetzt muss er weg. Der holt mich sonst. Aber zügig weg hier, bevor er kommt mit seinem Lambo. Das Ziel ist auch bald da. Schaffen wir denn noch? Nee. Aber gut, halb so schlimm. Weil das Ziel war ganz klar, im Rennen zu bestehen. Jetzt kommt wieder der nächste Folge oder was? Ach, da vorne ist der Spiegel, oder? Ja. Ja. Eigentlich wollte ich nur
Feuerwehr vermeiden, aber was soll's. Wo ist ein Versteck? GPS, nächstes Versteck. Wie die Fliegen kommen sie! Ach du Scheiße. Das war vielleicht nicht der beste Moment zum Wenden hier. Wenn der mich jetzt noch einmal rammt, ja genau, das habe ich befürchtet. Oh. Das ist jetzt eine gute Frage, weil das Ziel war ja, 10.000 Speedpoints in einer einzigen Session zu holen. Der hat mich jetzt aber gerade verhaftet, aber ich hatte die Points. Ja, das hat's gezählt. Natürlich kriege ich die jetzt nicht gut geschrieben, aber was soll's. Ich kann immerhin das nächste Dings auswählen, soll ja vorwärts gehen hier. Gibt es wieder schöne neue Sachen. Und zeig mal her, die Kiste. Ein Aston. Auch ein schönes Auto. Kopf an Kopf oder... Oh, Hot Pursuit, auf die stehe ich ja mega, ne? Die sind ganz geil. Ein Schritt zu weit. Sprungdauer, Drift, nö. Ich würde sagen, wir machen ein Hot Pursuit. Oder Pursuit. Wie spricht man das eigentlich korrekt aus? Pursuit? 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 Also Pursuit sicher nicht, das wäre ja dann pure Scheiße. Pure Shit. Keine Ahnung, wie das heißt. Sage ich mal Hot Pursuit. Aber das klingt gut, das machen wir. Wo gibt's eins da? Schön, seht ihr hier die zwei Vögel? Das sind beide Spieler, die großen. Starten wir extra wieder da. Ein bisschen ärgern die Leute. Muss ja Spaß sein dabei, oder? So, und los geht's. Das war jetzt wieder so eine Turbo-Aktion, ohne eine Ahnung zu haben, wohin das es geht. Fast schief gegangen. Es wäre jetzt aber mal nicht schlecht, wenn wir diese Runde mal gewinnen, oder? Weil das Kopf-an-Kopf vorher war. Ich glaube, das haben wir verloren. Und das Rennen eben war auch nichts weiter. Wäre mal Zeit für den Wind. Also voll Kampf hier. Oh. Weg, 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 weg. Jetzt kommt er auch mit dem Kreuz. Wenn ich mal schön neben dem Wind, kann ich die Schubwelle rauslassen. Ach, da kommt wieder die Stelle, wo er uns vor den Pfosten gehauen hat. Jetzt mal früher rechts, ja. Fahre ich gerade nicht so gut. So. Hier war das. Schön, schön. Au! Oh. Der Turbo war jetzt keine Absicht. Wollte eigentlich Nitro nehmen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe noch die alte Tastenbelegung irgendwie im Unterbewusstsein, aber... Ich weiß nicht mehr, was war. Ich kann das nicht mehr so einstellen. Ich werde mich auch hier relativ schnell dran gewöhnen, denke ich. Aber ich brauche eine andere Kiste. Marco, die steuert super gut und dann wieder super scheiße. Ich weiß nicht, was das liegt. Eigentlich gut aus mit dem ersten Platz, oder? Das macht man. Mal von weggehauen, den anderen. Naja. Also es muss jetzt fast eine Goldmedaille werden. Wäre für übelstes Fail machen sonst. Und der
Und es ist das Ziel. Turbo rein. Los! Jawohl. Jetzt müssen die Hops noch loswerden. Ne, ich kann Versteck. Versteck. Wo ist eins? 1,2 Kilometer. Das einzige, was ich ein bisschen schade finde bei Rivals, ihr werdet es jetzt gleich sehen, ich bin ja eigentlich immer noch in der Verfolgung jetzt. Oder nicht? Ne, jetzt habe ich die verlassen. Aber im Rivals, selbst wenn ich mitten in einer Verfolgung wäre, einfach Garage-Taste drücken, bist du drin, fertig. Und bei den anderen Need for Speed, da musstest du wirklich erst, da musstest du dich verstecken, die abschütteln, zerstören, was auch immer, bevor du halt einfach dich verdrücken konntest. Und ja, das geht hier leider ein bisschen zu easy. Einfach Garage rein, fertig. So, Speedlist mehr geschafft. Und was gibt's hier Schönes? Bayerischer Mistwagen. BMW sind so geile Autos. Vor allem wenn... Ah, jetzt bin ich schnell ruhig, jetzt kommt wieder ein kleines Video. Die Underground-Fahrer in Redview County haben sich immer unauffällig verhalten. Aber seit einem Video letzte Nacht, in dem ein Racer einen Cop abhängt, haben Dutzende andere Racer damit begonnen, ebenfalls ihre Videos im Netz zu posten. Der Bezirksstaatsanwalt hat sich deutlich zum Thema geäußert und angekündigt, dass die Behörden von Redview County alle Street Racing Videos untersuchen werden. Und jeder Fahrer, der identifiziert wird, muss dann mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Man nennt es Stockholm-Syndrom, wenn sich Opfer mit ihrem Kidnapper identifizieren. Wenn man die Leute, die einen unterdrücken und misshandeln, akzeptiert und sogar mag. Wir sind frei. Lehnen Autorität ab. Wir entkommen. Flüchten. Trotzen dem Status quo. Aber eines Tages zerbrechen wir. Zeit für blaue Flecken. Genau, eben BMW. Suchen wir mal was aus, und zwar die Reality Show geht weiter. Silber bei Rennen. Zeit für blaue Flecken. Interceptor oder fahren, ausbrechen. Slams. Die Fahren sind immer relativ langweilig, ne? Driften, fliegen, slammen. Aber ich nehme wieder das Rennen. Die Reality Show geht weiter. So, eine neue Kiste nehmen oder noch sparen? Ich glaube, ich lasse den Porsche doch noch ein Röntgen 2 und tue den erstmal upgraden. Und zwar mehr Beschleunigung, das von Höchstgeschwindigkeit. Ach, das war schon wieder. So, Garage verlassen. Und ein Rennen suchen. Ich werde mal irgendwo ein bisschen in eine andere Richtung, weil da oben waren wir jetzt die ganze Zeit. Ich glaube, ich nehme mal das da hinten, oder? Sehen wir mal noch was mehr von der Karte. Ich will ja nicht nur immer in den gleichen drei Kurven rumgucken hier. Ja, Abfahrt. Was macht denn der? Habt ihr das gesehen? Der Computer ist gerade in die falsche Richtung. Ich starte irgendwie. Okay. Ich fail auch gleich am Anfang. BMW, genau, da waren wir. Ich bin eigentlich so Fan von BMWs. Ich glaube, für das Geld kriegt man geilere Karren. Außer natürlich, sie werden von Matthias Malmedy gefahren, den kennt ihr sicher alle, den Grid-Moderator. Und die eine Folge da mit dem übelst krassen BMW. Da fand ich natürlich den BMW auch geil, aber sonst... Ich finde einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht so 1000% gegeben. Weil es ist zwar so ein
bisschen ein schöner Wagen, so à la Mercedes und so. Mit ein bisschen Komfort. Aber es ist eben kein Mercedes. Und ja, keine Ahnung, ich bin einfach mehr Ami-Fan. V8, laut, Krach. Gefällt mir besser. Ja, natürlich, ich würde auch ein BMW nehmen, so ist es ja nicht. Aber bevor ich jetzt noch weiter hier in ein Fitnäpfchen nach dem anderen reinrede, würde ich sagen, erstmal hier weiterfahren. Jetzt sollte man den Racer irgendwie treffen. Das ist so ein Zielzeug gerade. Komm her, Vogel. Ah, bam. 1 von 5. Ich wollte eigentlich, dass der mir nachkommt, damit ich ihn nochmal wegrammen kann. Dafür kommt nur die Bundesfahrer nach. Ist auch wieder geil. Alle Einheiten, Achtung, ihr verliert das Ziel. Jetzt haben wir vor dem Ziel Scheiße gemacht. Ne? Ja, und eine weitere nur silberne Runde. Das fängt jetzt super gut an. Ich würde sagen, wir machen gleich noch ein Rennen. Erstens möchte ich jetzt doch noch irgendwie eine Goldmedaille reindrücken. Und zweitens wollen wir hier das Ziel erreichen. 3,8 Kilometer, das ist was Näheres. Ne, das ist das nächste. Na ja, gut, passt. Aber... No. Bevor wir jetzt dieses Rennen starten, sind wir leider schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch die erste Folge angesehen. Und sagt mir einfach, was ihr gerne sehen wollt, ob ich weiter Racer spielen soll. Oder auf die Kopfseite wechseln. Ich werde jetzt hier nur speichern, warten, was rauskommt. Vielleicht nehme ich auch noch was anderes auf in der Zeit. Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall auf eure Kommentare eingehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr welche macht. Weil, wie gesagt, das ist mein Anfang. Ich bin noch unerfahren. Aber jeder fängt mal klein an. Und ja, dann bis bald. Ich freue mich. Euer Eistee. Tschüss.